Jetzt, okay. Und ich hab uns hier so einen kleinen Countdown gestartet, da kann ich aktuell mitverfolgen, wie lang die Folge ist. Ja, ich kann das ja auch sehen. Ob erst halt. Ja, aber ich kann es einfacher sehen, ich hab's auf der Tastatur stehen. Also geht's auch. Man kann es auf dem Bildschirm stehen, so. Ja, auf dem Zweitschirm. Unten rechts. Hä, warum sind hier alle Schroren offen bei uns? Warum ist was offen? Muss wieder Minecraft-Lag sein. Was ist offen? Die Truhen sehen wieder aus, als wären sie offen. Ach so. Das schon wieder. Was ist eigentlich, wenn irgendwann alle Rohstoffe in Minecraft erschöpft sind? Geht das nicht, die Welt ist... Nicht unendlich groß. Tim! Oh, Philipp! Tim! Ich bin auch bei dir angekommen, hi, ja? Die Minecraft-Welt ist so groß, dass du die Fläche des Jupiters über 1000 Mal nachbauen könntest. Des Jupiters! Ja, cool, dann kannst du auf jeden Fall die gesamte Erde nachbauen. Ja, und zwar für ca. 800.000 Mal. Aber ich meine ja jetzt, stell mal vor, du hättest die gesamte Welt abgebaut und würdest das einfach alles, was du abgebaut hast, in Lava werfen. Dann gibt Minecraft die... Ziemlich dämlich. Tim, dann gibt Minecraft hier eine Fehlermeldung aus, in der ganz groß drin steht, geh sterben, du Suchti. Ja. Ganz ehrlich, um von der Null-Koordinate, ja, mit Sprinten im Creative-Modus, nein, mit Fliegen im Creative-Modus, bis zur äußersten Grenze zu kommen, ja, bräuchtest du über 3 Monate. Nonstop. Ja, ja, ne, ich baue mich dann mal dahin. Alter, bei mir ist ein Schlag. Ich bin aber weg! Bis später, ne, ich mache mich mal kurz auf den Weg. Alter, komm, ich komme in 2 Tagen. Kannst du mich mal angucken, ich will mich mal sehen. Oh, Len mit einer. Ja. Kannst du mich mal angucken, was? Nein, ich will mich nicht umbringen. Na, der war jetzt auch nicht viel. Oh, scheiße, Alex! Was? Ich hab meinen Schlüssel in die Truhe gelegt. Ist der größte Horst, den ich kenne. Ach komm, das ist jeden Fall. Aber Schlüssel innen stecken, wenn du drauf. Ja. So ist das. Wirf den Schlüssel ins Auto und schließt dann ab. Ich komme jetzt zu dir und hol mir deinen. Wie willst du das Auto abschließen, wenn der Schlüssel im Auto ist? Per Hand. Ja, so, genau. Alex, wo bist du? Werf ihm deinen Schlüssel bitte runter. Ja. Hier, bitteschön. Ja. Wer? Eine Schlüssel. Das war der Schlüssel. Wahrscheinlich. Ein Schlüssel ist eine Schüssel. Ja. Oh, der ist gegen eine Spinne gekämpft. Hä, wo ist mein Schlüssel hin? Hä? Ist hier unten gegen eine Spinne gekämpft? Ich hab den anderen. Nein, oh, ich weiß, wo mein Schlüssel hin ist. Das war mein Schlüssel, doch, den ich hab. Ich hab den aber aufgebaut. Das ist ein Faden gewesen. Ich hab den platziert und da hat er seine Änderungen verloren. Okay, ich glaube, die Hülle ist schon komplett. Halt einfach den. Okay. Mach mir dann irgendwann mal einen neuen. Ja, wo bist du? Eines Tages vielleicht. Muss reichen. Oh, Kohle. Oh, Erde. Oh, Erde. Oh, geil, Erde. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen vergehen werden, bis ich mir meine erste Eisenrüstung mache. 596. Und warte, kann sein, dass das hier schon die 50. Folge ist. Oder 50? Die 49. oder so. Ja, ich dachte, dann haben die Folgen ja Mike's Tod überholt. Schon lange. Ja, schon lange. Mike ist nur in der Hölle einmal so aufgestanden. Oh, hier geht's ja noch weiter. Das ist so kompliziert, das hier zu bauen, weil ich diese Holzteile richtig bauen muss. Weil ich muss das Rohholz immer upside down setzen. Da muss ich das immer voll kompliziert bauen. Eigentlich machen die Schlüssel auch nicht wirklich Sinn, oder? Schlüssel nicht. Nein, eigentlich nicht. Nein, weil die könnten auch einfach unsere Folgen gucken. Das heißt, ich müsste nach jeder... Tim ist zu faul. Du wirst wahrscheinlich nicht mehr, wie man so einen Schlüssel macht. Naja, weißt schon, wie man Amboss bedient, aber. Oh, eine Hexe! Weil die auch so selten sind inzwischen in Minecraft. Ja. Ich hab mich gerade nur gewundert, wo die herkamen.
Aus dem Nichts, sie spawnen normal und zwar überall auf der ganzen Welt. Ja. Achso, die hat mich mit Müdigkeit verzaubert. Das heißt, du kannst nicht rein. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Was macht der Zauber Müdigkeit? Keine Ahnung, ich kenne nur Abbauerlärmung. Ich bin langsamer einfach nur. Philipp? Ja? Beim Pandemonium, da hat man ja auch einmal Abbau, Ermüdung und Langsamkeit. Das hat irgendwie voll den geilen Effekt, ne? Dass man nicht sprinten kann. Doch, ja. Ich kann sprinten. Nee, aber Philipp, wir hatten ja an, dass wir so richtig langsam gegangen sind dann, ne? Ich kann dir auch ein paar Schuhe geben, mit dem wird deine Bewegungsgeschwindigkeit um 100% gedrosselt. Das heißt, du bleibst einfach stehen, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Ach, 100% gedrosselt heißt stehen bleiben? Ja. Ja, aber das kannst du halt dank der neuen Systeme Und dann machen wir es direkt auf Dinge drauflegen. Dann weiß man direkt, wo die ist. Also, Tim, wie viel Dreck hast du? Tim, quasi wie die Ausrüstung in der PvP-Map, die ich gebaut habe. Wo du dann, zum Beispiel wo der Paramedic halt schneller laufen kann. Das liegt an den Schuhen. Okay, Philipp, dann bauen wir das hier drauf, hier auf diesem Hügel. Das sind Zauberschuhe. Ich finde das toll, wie gut Tim mir immer zuhört. Ja, ich hab's verstanden, aber warum erzählst du mir das? Weil du es wissen wolltest irgendwie, so ein bisschen. Nein. Was wollte ich denn wissen? Keine Ahnung. Ich hab mich effektiv zu langweilt, Tim. Das auch. Das wäre der Hauptgrund, aber das wollte ich ihm so direkt nicht sagen. 3, 4, 6, 7. Ich glaube, 3, 6. So, ich würde sagen, das brauchen wir schon hier als Grundfläche. So, Alex, die Schneise ist fertig. Schön, ich baue dann mal eine Straße. Endlich haben wir auch mal ein sehr interessantes Bauprojekt. Ein Penis. Aus Dreck. Wo baut ihr den? Wo baut ihr den eigentlich? Kreativität, also sagt mir nichts. Ja, weil ihr noch nie einen gesehen habt, deswegen brauche ich ja. Der war gut, Alex, der war gut. Once by you. Kann ich noch ein bisschen Dreck haben? Alex? Ja? Ist es legitim, wenn ich Holz gegen anderes Holz ersetze? Nein. Das ist unser. Nein, wenn ich hier eine Line ziehe mit Eichenholz. Das von allen Seiten Rinde hat und dann einfach entsprechend viel Eichenholz wegwerfe. Nee, das ist nicht legitim. Warum nicht? Das hab ich gerade so beschlossen. Achso. Nein, komm, mach. Lass es. Ja, ich weiß. Ich baue erstmal eine Dirt-Brücke hin. Ich hab grad das Boot in Licht geschwind. Was? Du baust erstmal was denn? Eine Dirt-Brücke. Wo rüber? Zu denen rüber, im Fluss drüber. Achso. Ich hab eine Idee für eine richtig geile Brücke. Was? Weißt du, welche Stelle du beim Fluss meinst? Dafür würde ich erstmal eine Straße bauen. Ja, ich baue erstmal Teile hier mit den Ansätzen ich baue erstmal das Turm mit den Ansätzen für den Mauzentrum und dann baue ich die Straße zu denen. Und dann natürlich die Brücke auch. Aber alles zu seiner Zeit. Mein junger Padawan. Ich hole mir jetzt mal eben rum und guck mal, was die da drüben perverse Dinge treiben. Mike, wir treiben mehr als du denkst. Das ist ja das Problem. Noch mehr? Ich glaube nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Mike hat nämlich eine sehr ausgeprägte Vorstellungskraft. Oh ja. Mike stellt sich auch die Dinge vor, die wir in der Nacht tun. Hä, wo ist Krumm hin? Aufgeilen, ne? Wo? Wie? Rum ist weg? Hä? Ich hab ihn gegessen. Ich hab den auch angeleint. Ja, der war auch angeleint, so viel ich weiß. Ich hab ihn angeleint, wie ich das angeleint. Was, wo ist Philipp bitte? Ich hab ihn doch angeleint. Hä, der ist weg? Game Mode. Das Pferd ist einfach weg. Sind die anderen Pferde noch da? Kannst du mir mal verraten, wie ein angeleintes Pferd verschwindet? Nein, nicht wirklich. Die anderen Pferde sind noch alle da. Rainbow Dash ist da. Das schwarze Pferd ist da. Ist auch mein gepunktetes da. Weiß ich, welches deins ist. Rainbow Dash ist noch da. Er hat doch gerade gesagt, Rainbow Dash ist noch da. Hä, wer hat diesen Gang hier unten gegraben? Welchen? Ach, das war Philipp. Der wollte nach unten für Diamanten, glaube ich. Auf die perfekte Höhe. Und dafür führst du einfach unseren Keller weiter.
Ja. Ja, klar. Du, das hilft mir jetzt aber bei der Suchaktion nach Dingens gerade nicht. Vielleicht ist es da runtergelaufen. Kann es nicht, es war draußen angeleint. Oh ja, okay, dann ist es da. Ziegel hat dich satt! Das wollte man nicht. Wir spielen hier nicht Pokénoob. Alex, das Vieh ist weg! Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Nicht wirklich. Philipp, man raucht nicht einfach so Gras. Ich hab es ja auch nur dabei. Ich rauch Gras, ich rauch Gras. Ich geb Gas. Ich rauch Gras und Gas. Hä? Das fließt aber auch weg! Big Fail, Mike wurde fast am eigenen Server getrollt. Würde ich mal so sagen. Ich verstehe den Sinn von deinem Gerüst nicht. Von was? Für das Teil braucht ihr ein Gerüst? Ja, wir bauen einen Penis. Ja, wozu braucht ihr da ein Gerüst? Die bauen das Teil riesig. 3D, Originalgröße. Wessen Originalgröße? Meine. Also nicht existent. Ich hab da eben schon festgestellt, du hast noch nie einen gesehen. Mike, eine Frage, hast du ihn schon gesehen oder woher weißt du das? Das kann man sich aber denken. Ich hab doch eben schon festgestellt, dass du noch nie einen, geschweige denn deinen gesehen hast. So. Sein Gerüst ist ausgeleuchtet. Oh, ich habe im Plusquamperfekt geschrieben. Was? Ich hatte gesagt. Oh, Philipp. Herr Kessel wäre so stolz auf dich. Nicht. Ich springe auf unsere Penis rum. Der ist aber noch nicht fertig. Oh Gott! Was? Ihr habt zusammen einen. Das? Scheiße, ich hab mich verbaut. Wir haben einen gemeinsamen. Angela Kramer ruft an. Tada! Nein, der Klingelton ist geil! Sag nichts gegen Klingelton, der ist geil! Hallo? Hallo? Hi! Muss ich Grumm genauso wieder machen oder kann ich diesmal auch ein weißes Pferd nehmen? Die sind gerade weg. Alex? Ich weiß nicht, aber es könnte noch eine Weile dauern. Wieso weiß? Nee, ich muss schon Original Grumm nehmen. Hab ich gerade beschlossen. Okay, ja, ciao. Tschüss. So. Ich muss. Grumm war ein braunes Pferd, ne? Ja, braunes. Nein, Mike, das war Latte Macchiato. Das ist kackbraun! So? Jetzt bräuchte ich dann, oder? Na. Jetzt brauche ich einmal deine Wolle, oder? Weil ich muss mal von vorne anbauen. Deine Wolle. Hörst du mal auf, Philipp an seine Wolle zu gehen? Ernsthaft mal. Du kriegst aber schon mal. Oh, danke. Ich habe Tim mein weißes Zeug ins Gesicht gebracht. Alter, Leute. Kann irgendjemand Philipp kicken für obszöne Äußerungen? Ja, du meinst ich? Der Einzige ist, der auf den Server zugreifen kann? Ja. Von mir aus? Nein, ich habe ihm nur weiße Wolle vom Gerüst geworfen. Ja, das behaupten sie alle. Für unser Projekt. Das sagen sie alle. Warte, lass mich das Ganze umformulieren. Okay, ich jetzt. Mike, wenn du mich kriegst, hast du offiziell deine Rechte ausgenutzt. Doktor. Oh, scheiße, hab ich verschrieben. Zwei deutsche Fragezeichen und Fragezeichen Ehrungen. Zweideutige Ehrung, oha. Danke. Formulierung wollte er, glaube ich, schreiben. Nein, Ehrung. Ja, aber das ist schon richtig so. Du hast Äußerung. Ich wollte Äußerung schreiben. Er kennt das Ä und das Ü nicht. Bei mir schon. Bei mir nicht. Bei mir nicht. So. Autsch. Ich habe Äußerung falsch geschrieben. Bei mir geht's. Viel größer als bei dir. Ja, das liegt an der Serverkonsole, dass das nicht richtig angezeigt wird. Ja, jetzt kann ich das umgekehrt.
Och, das sieht schon realistischer aus. Das brauche ich. Ach ja, ich habe ja deine Wolke schön. Und ich bin genau daneben gesprungen. Leute, ernsthaft? Was? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Und Philipp fliegt einfach in die Luft. Er ist so erstaunt. Und Mike, auf deine Frage, nein. Einfach nein. Ich bin vom Rollen explodiert. Vom Freude in die Luft geflogen. Hi Tim, hi. Dann fährt Kopf immer auf in Richtung meiner Szene. Nein! Nein, Tim! Kein Problem, war nur ich. Hey Tim, ich stehe über dir, eindeutig. Ich muss mich noch höher bauen. Hey Tim, ich stehe eindeutig über dir. Das kann sein. Das ist allgemein bekannt. Naja, allgemein würde ich das jetzt nicht sagen. Doch, jeder auf der Welt weiß das. Was ist das für ein Mann? Das ist verhungern. Ich weiß, was dein Filmgebiet ist, ne? Oh. Du hättest mich auch einfach nach Fleisch fragen können, ne? Ich will mein verrottetes Fleischer loswerden. Ja, ich will es ja irgendwie benutzen. Nein, hier ist ein Savannengebiet. Lebensmittelverschwendung. Ich bin jetzt durch mich durchgeflogen. Das ist Alex, hier ist eine Savanne, hier können wir uns Akazien holen. Akazienholz! Und hier ist eine richtig geile Höhle. Ah, oh, und ich denke, was tötet mich da? Was schlägt mich hier? Hör auf! Das waren so kleine zwei. Tim, müsste der Part nicht vorbei sein? Ja, ist er, stimmt. Okay, dann tschüss. Tschüss.